Sie befinden sich in Ihrer Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder im Studium zum Bachelor-, Master- oder Diplomabsolventen oder sogar in der Vorbereitung auf Steuerberaterexamen. Und nun wollen Sie das Thema Umsatzsteuerrecht noch einmal wiederholen. Dann sind Sie in dieser Videoreihe genau richtig, weil wir haben 11 Videos dabei. In diesem ersten Video werden wir den Überblick und die Klausurrelevanz besprechen. Es folgen dann noch Video 2 bis 11. Und dann haben wir am Ende des Tages alle Videos und alle Themen einmal hier zum Thema Umsatzsteuerrecht besprochen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater und Professor für Steuerrecht. Professor für Steuerrecht bin ich hier an der FOM-Hochschule. Die FOM bietet unter anderem Bachelor- und Masterstudiengänge speziell im Steuerrecht an. Zum Beispiel den Bachelor of Law in Steuerrecht oder den Master of Taxation, also mit Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen. Die Informationen dazu verlinke ich Ihnen einmal dort oben. Wir befinden uns hier aktuell im Hörsaal Nummer 1 an der FOM am Standort hier in Bonn. Vielen Dank an die FOM, dass sie uns diesen wunderschönen Raum mit der ganzen Technik zur Verfügung stellt. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Dr. Maximilian Dachauer. Herr Dr. Dachauer ist Rechtsanwalt, hat promoviert, hat zusätzlich noch einen Fachanwalt für Steuerrecht absolviert und ist nun in den Endzügen eines zusätzlichen Masterstudiengangs LLM Wirtschafts- und Steuerrecht. Und ja, Dr. Dachauer ist zudem auch Dozent für Umsatzsteuerrecht, weil er jahrelang in einer Spezialkanzlei gearbeitet hat, nur für Umsatzsteuerrecht. Und bei uns hat er sich ein bisschen breiter aufgestellt. Da berät er unsere Mandanten zusätzlich auch noch im Bereich der Kryptobesteuerung, im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge und im Bereich des Immobiliensteuerrechts. Wir haben ja in der Summe mehrere Themen vor uns und das alles geht zum Umsatzsteuerrecht im Studium. Das richtet sich aber natürlich auch an diejenigen, die sich gerade in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten befinden, für Bachelor-, Master- und Diplomstudenten. Aber auch wenn Sie sich auf dem Weg zum Steuerberaterexamen befinden, ist diese Videoreihe die perfekte Ergänzung und auch Wiederholung der bereits vorgedrangenen Seminare und Vorlesungsinhalte. Es gibt hierzu eine komplette Playlist, die verlinke ich hier oben, alle 11 Videos. Es kommt nun jeden Tag ein neues Video zu diesem Thema online und irgendwann wird diese Playlist mit 11 Videos komplett sein. Die können sich von vorne bis hinten anschauen und so haben Sie das komplette Umsatzsteuerrecht in Kurzform noch einmal wiederholt. Wir können nicht auf alle Details eingehen. Es soll eine kurze Wiederholung sein, kurz und knackig, ja. Aber wir versuchen das Thema natürlich vollumfänglich abzubilden. Im ersten Video geht es nun haben wir vorweggenommen, den Überblick und die Klausurrelevanz. Was kann ich mir darunter vorstellen? Vielen Dank, Herr Professor Juhn. Die Systematik der Umsatzsteuer ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie das Umsatzsteuergesetz aufgebaut ist. Und wer sich das einmal von vorn bis hinten ansieht und durchblättert und die einzelnen Normen versteht, bekommt auch ein Grundverständnis dafür, wie Umsatzsteuerfälle zu behandeln sind, wie sie zu prüfen sind. Und wir haben es hier in unserer Agenda mal aufgezeigt. Die erste Frage, der erste Punkt ist immer die Frage der Umsatzsteuerbarkeit. Also unterliegt ein gegebener Sachverhalt überhaupt der Umsatzbesteuerung? Und dabei gibt es drei ganz wichtige Punkte, die dabei zu prüfen sind. Der erste ist die Leistungsart. Wir müssen uns fragen, ist dieser Umsatz, der vorliegt, entweder eine sonstige Leistung oder eine Lieferung im Sinne der Umsatzsteuer? Dann müssen wir uns anschauen, wo ist denn der Ort dieser sonstigen Leistung oder der Ort der Lieferung, wo wird diese ausgeführt? Sind wir überhaupt im Inland in Deutschland steuerpflichtig? Und wir müssen uns auch immer bei der Umsatzsteuer fragen, haben wir denn einen Unternehmer, einen leistenden Unternehmer nach § 2 der Umsatzsteuer? Und dieser Prüfungspunkt, dieser erste, der kommt etwas kurz auf unserer Agenda daher, aber tatsächlich ist es ein ganz entscheidender, auch in Prüfungen nimmt er regelmäßig erheblichen Raum ein und ist ganz relevant. Denn erst wenn wir bejaht haben, dass wir umsatzsteuerbar sind, dass wir einen Vorgang haben, der Umsatzsteuer in Deutschland unterliegt, dann können wir weiter prüfen und dann stellt sich erst der zweite große Punkt, nämlich die Frage der Umsatzsteuerpflichtigkeit. Wir klären, ob wir einen Umsatz haben, der eventuell nach § 4 Umsatzsteuergesetz steuerfrei ist. Und genau das ist das Charmante an der Umsatzsteuer. Wir sehen, § 1 geht los mit der Steuerbarkeit und dann eins fortfolgende sind letztlich die Regelungen zum Unternehmer, § 2 und § 3 fortfolgende die Regelungen zur Art der Leistung und auch zum Ort der Leistung. Es sind viele Unterpunkte, viele Absätze, aber im Wesentlichen ist es systematisch und folgerichtig aufgebaut, sodass wir dann bei § 4 weitermachen mit der Frage, ob wir vielleicht eine Steuerbefreiung haben. Und so dann, wenn wir diese Frage geklärt haben, geht es weiter mit den nächsten Punkten. Das sind die Bemessungsgrundlage. Wir fragen uns, worauf ist denn die Umsatzsteuer zu zahlen? Das ist eine Frage, die ja in anderen Steuerarten auch vorkommt. Das ist vom Prinzip ähnlich aufgebaut. Auch Steuersatz, Steuerbetrag ist ein Thema, das auch in anderen Steuerarten vorkommt.
Dann Paragraph 13, die Steuerentstehung. Wann ist denn der Zeitpunkt, in dem die Umsatzsteuer überhaupt entsteht? Auch dazu haben wir einige Regelungen und werden natürlich in den folgenden Videos darauf detailliert eingehen. Dann nach der Steuerentstehung kommt der Steuerschuldner. Eine ganz wichtige Frage, wer muss denn überhaupt die Umsatzsteuer zahlen? Eine der Besonderheiten der Umsatzsteuer, das wissen die meisten sicherlich, ist ja, dass typischerweise der Unternehmer Schuldner der Steuer ist. Und diese Besonderheit ist mit verschiedenen Ausnahmen auch kombiniert und diese finden sich in Paragraphen insbesondere 13a, 13b Umsatzsteuergesetz. Und so dann ein ganz wichtiges Thema, ganz praxisrelevant auch, ist der Vorsteuerabzug. In diesem Zusammenhang immer zu bedenken ist auch, dass ich typischerweise nicht nur eine Leistung benötige dafür, um den Vorsteuerabzug zu haben, sondern auch eine Rechnung nach Paragraph 14, die gewisse Kriterien erfüllen muss. Und auch diese Kriterien werden wir uns in diesem Video zum Vorsteuerabzug anschauen. Okay, zum Thema Klausurrelevanz. Gehen wir das mal durch. Ausbildung als Steuerfachangestellter. Umsatzsteuer, relevant? Absolut. Absolut relevant. Wir machen es weiter. Ich mache eine Fortbildung zum Steuerfachwirt. Auch da ist die Umsatzsteuer klassisch ein Thema. Bilanzbuchhalter, die unterrichten Sie unter anderem auch in Bayern? Genau, in der Bilanzbuchhalterprüfung ist ein ganz relevanter Aspekt. Der größte Teil im Steuerrecht ist sogar typischerweise die Umsatzsteuer. Ja, spannend. Bei uns im Bachelorstudium und im Masterstudiengang hier an der FOM-Hochschule definitiv klausurrelevant. Teilweise ist sogar das Umsatzsteuer auf zwei Module in zwei unterschiedlichen Semestern hier einmal die Grundlagen und einmal vertiefend vorgetragen wird und im Master definitiv auch klausurrelevant. Vorbereitung Steuerberaterexamen, definitiv. Steuerberaterexamen besteht aus 3 Tagen und der erste Tag ist die sogenannte Mischklausur. Dort ist 1/3 die Umsatzsteuer. Das hört sich wenig an, vom Gesamtvolumen nur 1/9, aber wenn man das nicht kann, fällt man durch. Ja. Jura-Examen tendenziell eher weniger in der Regel. Genau, im Schwerpunktbereich ist oft Wahlfach Schwerpunkt Steuerrecht und dann eben kommt auch Umsatzsteuer dran, genau. Und in Bayern gibt es die Besonderheit, dass Steuerrecht auch im zweiten Examen Pflichtfach ist und damit auch Umsatzsteuer dort relevant sein kann. Okay, super. Herr Dr. Dorau, vielen Dank. Das war das erste Video von insgesamt 11 Videos. Hier oben ist die Playlist und wenn das zweite Video online ist, dann verlinken wir Ihnen das auch so da.